Bert, heute erstes Testspiel. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung? Ja, es war ganz okay. Also wir haben die Woche viel trainiert, deswegen war es halt eher wichtig, gut über die Bühne zu kommen und sich nicht zu verletzen. Ne? Aber wir können eigentlich zufrieden sein und es ging ja auch um guten Zweck immerhin. Und ich denke mal, das haben wir ganz gut gemacht heute. Wie wichtig ist die Abwechslung für euch zu dem normalen Trainingsalltag? Extrem wichtig, weil durch Spiele hat man mal im Gegensatz zu normalen Krafttraining oder Laufen eine schöne Abwechslung, die Spaß macht. Und gerade wenn man jemanden damit eine Freude machen kann, wie hier in Kriewitz, ist das immer eine tolle Sache. Die Mannschaft hat das Gesicht deutlich verändert. Ihr habt einige Abgänge zu verzeichnen mit Christian Zufelde, Alexander Ladig, sicherlich auch Namen, die das Schweriner Bild geprägt haben. Wie siehst du jetzt die Mannschaft in der Zukunft? Naja, ich denke, dass es eine junge Mannschaft ist, viele junge Spieler und auch wir haben trotzdem aber auch alte gestandene Akteure, die schon lange zweite Bundesliga und auch erste Bundesliga spielen. Und das ist, denke ich, eine gute Mischung und deshalb wird es ein spannendes Jahr, denke ich. Mit Thomas Schrier ist bisher ein Neuzugang da. Auf deiner Position wird ja noch jemand gesucht. Wie siehst du ihm entgegen? Naja, es sind gemischte Gefühle. Ich kann es natürlich nicht ändern und ich werde mein Bestes geben, natürlich an dem Mann dann vorbeizukommen. Aber das wird sich alles in Zukunft zeigen, wer da geholt wird und wie sich das alles abspielt. Deswegen kann ich da jetzt noch nichts sagen. Deine persönlichen Ziele für die neue Saison, wie schauen die aus? Ja, ich will so viel wie möglich spielen. Viele Tore machen und einfach ein tolles Jahr mit Schwerin haben. Okay, alles klar, Bert, ich wünsche dir viel Glück dafür. Danke, dass du da warst. Viel Spaß nochmal für die neue Saison und alles Gute. Danke.
Okay. Ingo, erstes Testspiel der Saison. Wie weh tut es da einfach nur zuschauen zu müssen? Ja, dadurch, dass ich schon so lange keinen Ball mehr in der Hand hatte, ist das natürlich ein bisschen schade, da nicht mitzuspielen, gerade auch bei so einem Event, weil ich selber noch gegen ihn gespielt habe. Aber da muss ich durch. Aber ich hoffe, dass ich bald mitmachen kann und dann ist alles okay. Okay. Ingo, du musstest leider auch das letzte Saisonspiel aussetzen. Dadurch ist die Torjägerkanone an jemand anderen gegangen. Wie weh tut sowas? Ja, jetzt so im Nachhinein ist es okay, habe ich mich beruhigt. Aber so an dem Tag, wo man das so gehört hat, war es schon bitter, weil das hat man nicht allzu oft so eine Chance. Und ich hätte sie gerne gehabt. Gut, muss ich durch. Greife ich dieses Jahr wieder an, dann ist okay. Ingo, für die neue Saison, die Mannschaft hat sich deutlich verändert. Mit Christian Zufelde und Alexander Ladi sind sicherlich zwei Spieler gegangen, auch Erik Axelsson, die das Bild das letzte Jahr geprägt haben. Auf dich wird eine neue Rolle oder mehr die Rolle des Führungsspielers hinzukommen. Wie bereitest du dich darauf vor? Na, ich denke mal, für mich persönlich wird sich im Vergleich zum letzten Jahr nichts ändern. Also ich bin nach wie vor der Meinung, wir haben ein gutes Team zusammen, wenn noch ein, zwei Verstärkungen kommen. Wir können wieder eine gute Rolle spielen in der Saison. Und ich glaube nicht, dass meine Rolle sich da großartig ändern wird. Also insofern mache ich mein ganz normales Programm durch und dann werden wir als Mannschaft wieder gut spielen können. Welches Saisonziel hast du mit der Mannschaft? Ja, also wir müssen vorsichtig sein mit den Saisonzielen, weil man die anderen Mannschaften noch nicht einschätzen kann. Also ich persönlich möchte Platz 8 und besser, um die eingleisige Liga zu schaffen, wenn wir dann nachher alles, was Bonus ist, weiter oben zu sein, das ist für mich okay. Ich persönlich möchte natürlich auch noch Platz 5 oder so, wäre für mich schon schön. Muss man abwarten, ich kann die Mannschaft noch nicht einschätzen. Ingo, für dieses Ziel wünschen wir dir viel Erfolg, alles Gute, wir sehen uns. Gut. Dirk, erstes Testspiel. Wie zufrieden bist du? Ja, sehr gut. Heute war, glaube ich, der Anlass des Benefizspiels im absoluten Vordergrund. Aber zum Einstieg in die Vorbereitung, als erstes Spiel für die ganze Vorbereitung, bin ich sehr zufrieden. Die Leute haben das umgesetzt, was wir wollten und darauf kann man aufbauen. Viele Möglichkeiten zum Wechseln hattest du noch nicht. Wie schauen deine Zukunftsplanungen aus, gerade was die vakanten Positionen noch betrifft? Ja, okay. Leider hat sich am Donnerstag Bernhard Zissler verletzt. Stefan Bries hat Windpocken, der wird am Montag wieder ins Training einsteigen. Dann ist bekannt, dass wir noch eigentlich zwei Spieler suchen. Thomas Rieh hat heute sein erstes Spiel gemacht, mal wieder im Posttrikot nach ein paar Jahren. Und ich denke mal, nach und nach werden noch ein paar Leute dazukommen, auch die verletzt sind. Und dann werden wir hoffentlich zum Saisonbeginn eine schlagfertige Truppe haben. Wie zufrieden bist du mit den ersten Tagen von Thomas Rieh in Schwerin? Sehr gut, er ist körperlich topfit, er ist im Ausdauerlauf vorne dabei, Krafttraining macht er auch gut. Und hat auch gesehen, er ist fangsicher, auch abschlusssicher in der Abwehr. Müssen wir den noch einarbeiten, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Er hat seit dem letzten Auftritt in Schwerin vor 5 Jahren einen großen Fortschritt gemacht. Und ich denke mal, das Publikum wird viel Freude an ihm haben. Ich habe Bert schon gerade gefragt, die Mannschaft hat ja deutlich das Gesicht verändert. Christian Zufelde und Alex Ladig vorrangig haben die Mannschaft verlassen. Wie siehst du die Mannschaft für die neue Saison? Okay, wie gesagt, Ingo Heinzer fehlt uns noch, ist klar. Zweite von der Torschützenliste von der zweiten Liga Nord letztes Jahr. Stefan Priest hat jetzt 2 Wochen pausieren müssen wegen Windpocken. Er steigt am Montag ein, wie ich schon gesagt habe. Und dann hoffe ich, dass Bernhard Zissler dann auch in 4 bis 6 Wochen wieder dabei ist. So wie es aussieht, hat er was am Meniskus. Und dann will ich ja noch einen Rückraumspieler holen und vielleicht noch einen Linksaußen. Und dann haben wir einen kompletten Kader, mit dem wir dann auch wieder gute Ergebnisse in der Liga erreichen wollen. Mit Platz 3 hast du selber in deiner ersten Saison als Trainer die Messlatte relativ hochgelegt. Was erwartest du von deiner zweiten Saison? Ja, okay, das Hauptziel ist Qualifikation der eingleisigen zweiten Liga, die ab 2011 gespielt wird. Da muss man 9. werden. Das ist erstmal unser Minimalziel, denke ich mal. Und dann werden wir sehen, wenn wir einigermaßen wieder einen guten Rhythmus finden und auch ordentlich spielen, so wie letzte Saison, denke ich mal, werden wir sehen, wie weit wir hochkommen. Aber Platz 9 ist das Ziel. Da wollen alle Mannschaften in der zweiten Liga. Das muss man erstmal erreichen, weil das wird ganz schön schwer. Und mit der Qualifikation sind wir schon zufrieden. Für dieses Ziel wünsche ich dir viel Erfolg. Alles Gute.